Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde jetzt gleich mein Urin über meine Freunde leeren. Nur ist das eigentlich gar nicht mein Urin. Aber das wissen Sie ja nicht. Victoria hat eine Website entdeckt, wo man den Abproben abgeben kann, also wir alle. Und dann kann man rausfinden, mit welchem Celebrity man so im entferntesten verwandt ist. Geil, oder? Oh, das ist wild. Ja. Wir müssen Urinproben abgeben. Urin? Nein, das ist jetzt ein Scherz, oder? Nein. Dann kriegt man so einen kleinen Trichter und so einen Beutel. What the fuck? Geil, oder? Nein. Was mit? Ja. Okay. Ich hab's schon gemacht. Na, Mike, zu sick. Geh weg mit deiner ekelhaften Pisse, Alter. Nein, that's weird. Ja. Hey, aber läuft es nicht aus, wenn du das schickst? Na, das ist die sind komplett gut versucht. Oh mein Gott, I'm so fucking sorry. Das ist nicht der Ernst. I'm sorry. Das ist... Nee. Nein. Das sind dann so Versiegel und die verschickt man dann einfach. Oh mein Gott, I'm sorry. Das ist nicht dein Urin. Nee, warum? Das muss doch. Wieso läuft das aus? Oh mein Gott! Oh! Wir sitzen im Wasser! Nein! Bitte sag mir, dass das ein Prank war! Bitte! Sorry! Du verarschst mich gerade! Bitte sag du mal! Mike! Es ist nur Wasser! Fucking hell! Du bist so ein Wichser! Boah! Boah, ich dachte gerade wirklich, was ist es? Ninas Urin. Die sind so komplett versiegelt. Oh mein Aber wir haben es auf Kamera. Das war der Fall. Ziehst du dich gerade aus? Warum ziehst du dich aus? Ich weiß nicht, was mit dem Verschlussflasche. Oh mein Gott. Das ist nicht deine Pisse, sag mir, das ist nicht deine Pisse. Ist es was mit Lebensmittelfarbe? Ich hab die Hose ausgezogen. Dir ist nicht zu helfen. Ich deine Mutter wäre stolz auf dich. Das ist dein Job. Wie du dir die Hose ausgezogen hast. Nina hat gerade erzählt, sie hat jemanden geprankt, dass sie schwanger ist, aber sie hat es in 3 Jahren nie aufgelöst. Stimmt nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich es ihm gesagt habe. Das ist so fucking random. Darüber habe ich nie nachgedacht. Kriegst du eigentlich noch Alimente von ihm? Ja, aber zu wenig. Wir machen okay, Rap-Battle. Okay, Rap-Battle. Okay, halt. Ja, das M steht für mir E und das A für die Asis. A steht für Liebe, mein E auf der Party. Das ist kein Freestyle. Das ist ein Song, den ich für Malenzi geschrieben habe, wo sie ihren Namen buchstabiert. Können wir ein Musikvideo machen und ich blende es ein? Ja. Ich hab das M für Moe und das A für die Asis. L steht für Liebe, mein E auf der Party. Bleib till the end und mein T steht für Tippen. She hat ein Bild von sich selbst auf den Rippen. Wann ist euer Jahrestag? Keinen. Voll gut, oder? Voll gut, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, ich kann mir keine Daten merken. Also wenn du einen Jahrestag haben willst für die Beziehung, dann merkt ihr den Tag, wo wir zusammengekommen sind. Ich werde es vergessen. Du hast es vergessen, ich muss kein Geschenk kaufen. Ich finde, euer Jahrestag ist der Tag, an dem Michelle das erste Mal in den Vlogs war. Ja, voll. Weil das ist der einzig bedeutsame auch. Gut, dass genau ich das gerade gesagt habe und du einfach übernommen hast. Nein, Mike verdeckt alles mit seinem Fakten. So fetten Gesichter. Ich sehe es nicht. Der Vlog ist noch nicht vorbei, der dachte im Auto kommt noch was. Deine Mutter. Shut the fuck up. Deine Mutter kann auch abonnieren, genauso wie du. Man kann sich jeden Tag umentscheiden. 2 Drittel von euren Müttern haben noch nicht abonniert. I know, ich weiß, du hast Hip-Hop, doch bist Sex mit der einen von TikTok. Das ist das Beste. Nina hat schon eine Urinprobe abgegeben. Nein, hat's nicht. Das ist jetzt, wenn es mir jetzt nur mal damit anlacht. Und dann ist es. Nein!